Beamer speziell für Gamer. Das ist die Ansage von BenQ, die dieses Jahr mit dem X1300i, ja, ich sage mal, eine Kampfansage gemacht hat gegenüber allen anderen Beamer-Herstellern, weil sie wollen mit diesem Gerät nicht nur Serie- und Filmliebhaber ansprechen, sondern eben Gamer. Konkret heisst das 8 Millisekunden Input-Lag. Das ist ein fantastischer Wert, wirklich hammergeil. Das wäre Fernsehniveau sozusagen bei einem Beamer, wo man anschaut und sagt, mal, das eignet sich gut zum Gamen, dann redet man einmal von so 20 bis 30 Millisekunden. Also kannst du dir also vorstellen, wenn ich da jetzt mit 8 rauskomme, ist eine Ansage. Was haben wir noch? 120 Hz Bildwiederholungsfrequenz. Flüssiges Gamen, gerade bei einem Ego-Shooter, sehr wichtig. Bildhelligkeit, 3000 Ansi-Lumen für einen LED-Beamer, auch wieder eine rechte Ansage. LED-Beamer sind normalerweise nicht ganz so hell, da müsstest du schon zu einem Laser-Beamer greifen. Für dich heisst das aber, dass du auch tagsüber im Wohnzimmer mit offenem Fenster, also mit den Storen nicht dunden kannst gamen. Ja, offenes Fenster, ich hoffe, du hast Luft daheim. Abgesehen davon, dass wir uns den genau anschauen, nehmen wir noch einen zweiten Beamer dazu. Eben einen sogenannten klassischen Heimkino-Beamer. In unserem Fall ein Optoma. Ähnliche Preisklasse, ähnliche Ausstattung. Ich erwarte also eigentlich vom Bild her nicht allzu grosse Unterschiede, aber ich will wissen, ob ich es spüre, dass ich einen Gamer-Beamer da habe und nicht einfach einen, der so tut, als ob er einer wäre. Wir werden das so testen, dass meine beiden Kollegen, der Thomas und der Manu, die beiden Beamer für mich werden aufstellen. Ich werde also ins Zimmer kommen und nicht sehen, welche Projektion von welchem Beamer kommt. Und so kann ich herausfinden, spüre ich tatsächlich einen Unterschied. Um das zu machen, schmeiße ich mich noch in die Schale. So, die beiden Beamer sind aufgestellt und ein Tuch darüber gelegt, damit der Luca nicht sieht, mit welchem er spielt. Als erstes game ich Crash Bandicoot, um ein bisschen vom Input-Lag her zu schauen. Ja, das ist halt ein Jump'n'Run-Spiel. Das Spiel muss schneller reagieren auf meine Eingaben. Und das ist einfach gerade ein guter Test für das. Ich schaue jetzt einfach mal schnell die zwei Bilder an. Im rechten Bild hat es mega Clipping, also du hast mega schlechte Kanten. Glättig. Links ist die massivst besser. Auch von der Farbe rechts ist extrem verwaschen, finde ich. Wirkt überhaupt nicht nach HDR, also hat überhaupt nicht die knallige, schöne, natürliche, kräftige Farbe. Crash Bandicoot selber, bei seiner Rüstung dort zwischen dem Pink und so, das links, das wirkt fast ein bisschen Neon-Pink, rechts viel weniger. Die TNT-Kiste sieht man auch ganz gut. Links sind knallig rot und rechts ist sehr so ein Rostrot. Einer von diesen beiden Beamer stinkt recht ab im Moment, muss ich sagen. Rein vom Input her links schon verdammt gut. Rechts, wo ich gesagt habe, das Bild gefällt mir nicht so, spüre ich ganz bisschen der Unterschied. Ich habe gesagt, doch, der ist schon ein bisschen reaktiver. Wenn ich die Sprungtasche drücke, es reagiert ein Mühe schnell, aber wirklich ein Millimühe. Erst Zwischenfazit. Auf den Punkt gebracht, Input-Lag rechts günnt, rein von der Bildqualität günnt links. Und wenn ich jetzt müsste raten, anhand von dem, was ich da gesehen habe, welches ist welcher Beamer, ich sage jetzt einfach mal, weil der BenQ so mit dem Input-Lag wirbt, ist rechts der BenQ. Bevor ich mich jetzt aber endgültig schon festlege, welches Bild von welchem Beamer ist, probiere ich zuerst noch ein anderes Spiel aus, nämlich FIFA. Und ich habe mir für das auch einen Gegner ausgesucht, nämlich den Nicola von unserem Produktmanagement. Willkommen in unserem improvisierten Studio. Ich habe gehört, du sagst von Bern, hast du auch einen längeren Input-Lag in diesem Fall. Genau. Wie fühlt es sich an zum Spielen? Links, muss ich sagen, es ist wie wenn ich daheim auf dem Fernseher spiele. Ich habe hier wieder den Eindruck, sehr einen guten Input-Lag. Ich muss sagen, bei Crash Bandicoot habe ich den Unterschied in Bezug auf Input-Lag mehr gespürt. Es kann auch wirklich am Game selber liegen. Nicht jedes Game ist gleich programmiert. Also nicht überall ist der Input-Lag gleich gut oder gleich schlecht. Es kommt auch darauf an, wie das Game programmiert ist, wie schnell eine Eingabe verarbeitet wird. Anhand des Input-Lag könnte ich jetzt nicht feststellen, welches ist der Gamer-Beamer und welches nicht. Was ich gemerkt habe, ist, dass rechts das Bild ein bisschen schärfer wirkt, wirklich ein Millimeter schärfer. Das habe ich vor allem dort gesehen, wo man das gesamte Spielfeld sieht, wo die Spieler relativ klein sind und wo die Männchen halt einfach auf der einen Seite links ein bisschen weicher gezeichnet sind als rechts. Also ich würde sagen, das Bild ist rechts wirklich ein bisschen schärfer. Meiner Meinung nach, gerade wegen dem Input-Lag, weil rechts ein bisschen den besseren Input-Lag hat und BenQ eben so wirbt mit dem hohen Input-Lag, behaupte ich, das ist der BenQ-Beamer. Lüpfen das mal. Und das ist der Das ist tatsächlich nicht der BenQ. Ich finde das geil. Boah, ich bin voll reingefallen. Aber ich muss sagen, ich bin hure beeindruckt. Ich
echt beeindruckt von der Bildqualität her. Von dem, der hat nämlich, ich hätte jetzt nämlich wirklich, wie soll ich mir erklären, links hat, ist in diesem Bereich so gut gewesen, wo normalerweise Heimkinobeamer gut sind. Also Kontrastwert, also gerade so Farbe oder so ein bisschen so schön HDR-Effekt, knallig. Das hat mir links so gut gefallen, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich tippe, irgendwie von Anfang an hatte ich das Gefühl, das muss der Heimkinobeamer sein. Und der, der dort ein bisschen schwächer war bei der Schwarzwert, der ein bisschen verwaschener gewirkt hat, dort habe ich das Gefühl, nein, das kann nicht der Heimkinobeamer sein. Das ist wahrscheinlich eher der, der alles aufs Gaming ausgelegt hat. Und es ist genau nicht so. Es ist genau anders rausgekommen. Und das ist irgendwie fast das beste Testresultat, das rauskommen konnte. Weil trotz meiner Vorurteile hat der Gamerbeamer extrem gut abgeschnitten. Also wirklich ein Bild geliefert, das für mich eigentlich das überlegene Bild ist. Ich habe mir auch immer wieder gefragt worden dazwischen beim Dreh, welchen würdest du jetzt kaufen, rein vom Bild her, ohne zu wissen, wer, also ohne auf die Marke einzugehen. Und ich habe immer gesagt, ja, eigentlich vom Bild her gefällt mir links besser, auch wenn rechts jetzt meiner Meinung nach ein bisschen besseren Input-Lag hätte. Links gefällt mir aber besser vom Bild. Tatsächlich, voll der Bank hier auf der linken Seite. Geil. Ich bin echt begeistert, dass es mich doch so verarscht hat. Es spricht absolut für Bank hier. Geil.